Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Weiße Edition. Wir haben beim letzten Mal die Top 4 besiegt. Und zwar alle 4. Und machen uns jetzt auf den Weg zum Champion. Aber was ist mit dem Plasma? Hat Lauro, wie alle erwarten, N besiegt? Ich meine, er hat ein legendäres Pokémon, aber Lauro ist der Champ. Wir werden es wahrscheinlich gleich erfahren, sobald wir den Platz erreicht haben, an dem der Champ normalerweise auf uns warten würde. Und ganz ehrlich, wenn ich jedes Mal so viele Treppen hochlaufen würde, würde ich auch meinen Posten verlassen und die Blende streifen. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Hier gibt es nichts mehr. Natürlich, warum sollte es hier auch Items geben? Der Albtraum ist endlich vorüber. Die mehr sinnloses Leid und eine menschliche Knute. Dank meinem Freund Reshiram sind die Pokémon nun frei. Du schimpfst dich Champ und warst trotz deines Titels nicht imstande, mich aufzuhalten. Deine Gutmütigkeit ist deine Schwachstelle, Lauro. Nachdem dein Pokémon eine schweren Krankheit anheimgefallen war, der es letztendlich erlag, durchstreiftest du ratlos die Einerregion, um die Leere in deinem Herzen zu füllen und deinen Schmerz zu lindern. Und ernsthafte Kämpfe hast du wohl auch seit langem nicht mehr bestritten, oder? Doch möchte ich dich deswegen nicht tadeln. Ganz im Gegenteil. Angesichts meiner Stärke geht selbst der Champ in die Knie. Ich bin der stärkste Trainer von Einerl und als solcher erteile ich allen Trainern weit und breit den Befehl, ihren Pokémon die Freiheit zu schenken. So hab doch Erbarmen. Ich bitte dich doch nur um eine Sache. Trenn nicht das Band, welches Menschen und Pokémon eint. Das Schicksal hat sich zugunsten meiner Überzeugung ausgesprochen, als es mir im Kampf gegen dich zum Sieg verhalf. Die Würfel sind gefallen, Lauro. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich hatte dich bereits erwartet. In der Zukunft, auf welche ich einen Blick erhaschen konnte, warst du in Besitz jenes Steins des Dunkelsteins. Er reagierte auf die Anwesenheit von Reshiram. Halt! Dieser Ort ist der legendären Drachen-Pokémon unwürdig. Erhebe dich aus den Tiefen der Erde, oh du mein prächtiges Schloss! Und umgürte mit deinem machtvollen Gemäuer die Pokémon-Liga. Okay. Das ist keinem aufgefallen, dass die mal eben so ein Schloss gebaut haben, was um die Pokémon-Liga hoch aus dem Boden fahren kann. Natürlich. Natürlich. Mach doch noch kleiner. Aber sehr dünn, das Schloss, ne? Ist ein sehr dünnes Schloss. Und noch ein sehr hässliches zugleich. Ein unfassbar hässliches, dünnes Schloss. Mein Schloss aus dem finsteren Erdreich emporgestiegen zu neuer Größe. Von dem schwindelerregenden Höhe seiner Zinnen werden die Befehle des neuen Königs in allen Winkeln der Einheilregion widerhallen. Ich erwarte dich im Schloss, wo die endgültige Entscheidung fallen wird. Werden die Pokémon endlich in den Genuss wahrer Mündigkeit und Freiheit kommen? Oder will das Schicksal, dass sie weiter mit uns Menschen zusammenleben? Das Schicksal wird den Schiedsrichter in unserem Kampf der Überzeugung sein, dessen Ausgang die Welt verändern wird. Okay, der Teleporter da oben ist wohl nicht mehr so ganz zugänglich. Lauro, du siehst nicht so gut aus. Unter einem Champ stelle ich mir etwas anderes vor. Oh, du hast es also geschafft. Ja, ich habe alle Mitglieder der Top 4 bezwungen. Auch wenn es wahrlich kein Zuckerstecken war. Dann, lass dich Glück wünschen. Es ist mir gelungen, stärker zu werden, nachdem ich begriffen hatte, was ich eigentlich erreichen wollte. Marcel, bitte mach N klar, dass Menschen gerade deswegen stärker werden, weil sie Seite an Seite mit den Pokémon stehen. Und dass meine Pokémon durch und mich auch sehr vieles gelernt haben und so stärker werden konnten. Ich habe verloren. Dabei wollte ich diesem frechen Naseweiß mit Hilfe der Kraft, die Menschen und Pokémon verbindet, gehörig in die Parade fahren. Und ihm zeigen, wie nichtig seine Luftschlösser sind. Oder liegt er am Ende mit seiner Vision doch richtig? Immerhin kann man den Lauf der Dinge nur ändern, wenn man seinen Träumen zu verwirklichen sucht. Ich bitte dich, Marcel, zeige N, dass es zu nichts führt, den Band zwischen Menschen und Pokémon zu kappen. Das Band natürlich. Ich versuch's, ne? Der Teleporter zurück zum Start ist wohl leider nicht mehr zugänglich. Weil da ein kleiner Stein liegt. Ist natürlich doof.
Betreten wir Ents dünnes, hässliches Schloss. Wir sind in seinem Schicksal. Wer sich in seinem Schicksal fügt, wird fortbestehen. Wer sich ihm widersetzt, wird vergehen. Die Tugend folgt der Belohnung, dem Laster die Strafe. Was nützt alles Wissen, wenn die Erfahrung fehlt? Wer einen Fehler begeht und ihn nicht behebt, begeht einen weiteren Fehler. Die Noblen leitet die Gerechtigkeit, die Niederen die Habgier. So wie am Himmel nur eine Sonne steht, so regiert nur ein König das Volk. Eins dann, wir werden nicht zulassen, dass unser König etwas zustößt. N mag, ob des Scheiterns des Plans von Aegisthus vielleicht verzagen. Wir sechs werden dich jedoch hier und jetzt zur Strecke bringen. Ach ja, und ihr glaubt wirklich, dass euch dabei Erfolg beschieden sein wird? Ich weiß nicht, wie das angeht. Oh. Du hast es also wirklich bis hierher geschafft, Marcel. Du bist doch der Relator von Brea City. Ganz recht, und ich bin nicht allein gekommen. Ihr könnt einem fast leid tun. Nicht nur, dass wir ohnehin schon stärker als ihr seid, oder sind als ihr. Wir sind auch noch in der Überzahl. Für meine Deiter Arena-Leiter! Als Arena-Leiterin können wir doch nicht einfach die Augen davor verschließen, was Team Plasma hier veranstaltet. Außerdem hat der kleine Bell uns doch so nett um Hilfe gebeten. So sieht's aus. Wir haben alles im Griff. Genau, alles im Griff. Drück dir, Träger des Dunkelsteins, setze deinen Weg fort. Na dann, gehen wir mal weiter im dünnen, hässlichen Schloss. Und überlassen euch mal die Arbeit hier, nicht wahr? So, was haben wir denn hier Feines? Eine Säule, noch eine Säule, noch eine Säule, noch eine Säule, noch eine Säule. Boah, hast du das hier hässlich! Was haben wir hier? Team Plasma-Mitglieder. Hier von Team Plasma haben die Menschen, die Pokémon, die wir von den Menschen geraubt haben, für unsere Zwecke benutzt. Die Pokémon können einem wirklich leid tun. Sie können gar nicht anders als zu gehorchen. Ja, warum macht ihr den Scheiß dann? Ach so, sie können normalerweise nichts anderes als gehorchen, aber ihr habt sie befreit. Ah, ich verstehe. Der Große N hat unter Beweis gestellt, dass sie sogar stärker als ein Champ ist. Viele Trainer sehen zu N auf und dienen ihm freundlich oder freudig. Sie fügen sich den Weisungen von Team Plasma anstandslos. Dann hier entlang. Nur keine Sorge, du kannst auch in diesem Schloss deine Pokémon heilen, deinen PC benutzen. Warum? Könnte dein Pokémon-Team als erstes ruhig mein kleines Päuschen in diesem Zimmer dort. Der große Envy schließlich, dass du bis in den tiefsten Tiefen dieses Schloss vordringst. Heißt es, wir müssen hier noch kämpfen? Ich bin die Muse der Liebe. Ich weiß, du bist der Trainer, der endlich Stirn bieten will. Ich finde, du hast dir eine kleine Ruhepause verdient. Jetzt seid ihr wieder bei Kräften, du und dein Pokémon-Team. Wenn Trainer ihre Pokémon in den Kampf schicken, tun sie das niemals mit in der Absicht, dass diese dabei zu Schaden kommen. Tief in ihrem Innern weiß N dies wohl auch, doch er hat bereits zu lange in der Einsamkeit dieses Schlosses gelebt, als dass man ihn ein solches Eingeständnis entlocken könnte. Warum arbeitet ihr dann für die Leute hier, wenn ihr das wisst? Ich bin die Muse des Friedens. Ich spende N Ruhe und Gelassenheit. Von klein auf lebte N abseits jeglicher menschlicher Fürsorge. Stattdessen waren es die Pokémon an seiner Seite, die sich um ihn kümmerten. Jesus hat dafür gesorgt, dass N mit ansehen musste, wie Pokémon von bösen Menschen ausgenutzt, unterdrückt und sogar verletzt wurden. Der sensible N teilte ihren Schmerz und seine Gedanken kreisten irgendwann nur noch um das Wohl der Pokémon. Bald darauf beschloss er sich, für sich selbst nach einer neuen Wahrheit zu suchen. Seine Seele war so unschuldig, so rein und unverdorben. Doch es gibt nichts, was so schön und furchterregend zugleich ist wie die Unschuld an sich. Okay, meinst du nicht, wir können ja auch einen PC benutzen? Wo ist denn der? Ich dachte, die eine ist das Pokécenter, die andere ist der PC. Aber irgendwie funktioniert das wohl nicht so ganz, glaube ich. Ist dann hier der PC? Dieses Schloss wurde im Geheimen über viele Jahre hinweg unter Ausbeutung der geraubten Pokémon erbaut. Niemand schien davon zu wissen. Warum macht er so einen Scheiß überhaupt mit, wenn er die unter Ausbeutung von den Pokémon? Ich dachte, er wird ihnen helfen und die nicht ausbeuten, um so ein scheiß Schloss, so ein hässliches Schloss zu bauen. Alles verdient nach dem perfekten, groß angelegten Plan von Jesus. Es wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben, wie er es schaffen konnte, die Menschen so geschickt zu lenken und zu beeinflussen.
er hat dich auch gelenkt und beeinflusst, sonst wärst du nicht in diesem Scheiß-Kack-Verein hier mit dabei. Oh, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Die Story von X, von Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß-Weiß hat echt einfach dämlich. Ach, hier ist der PC. Da staunst du, kleiner Streuner. Dieses Schloss ist das Erzeugnis aller Mühen und Anstrengungen von Diplasma, oder besser gesagt, den wirtschaftlichen Errungenschaften von Jesus. Mittlerweile sind wir sogar in der Lage, in das PC-Lagerungssystem einzudringen. Unser König muss nur den Befehl geben, schon rauben wir die Pokémon aus den Boxen und geben ihnen die Freiheit. Ja, aber ich darf das einfach mal so benutzen. Warum haben die sie schon längst gemacht? Dann hätten doch voll viele Leute schon ihre Pokémon verloren und könnten sich jetzt nicht mehr widersetzen. Ich hätte mein Mäßigwesen verloren. Okay. Brauchen wir jetzt nicht mehr, mein Freund. Du hast uns tolle Dienste erwiesen oder so. Keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Es war meine Aufgabe, den Menschen ihre Pokémon wegzunehmen. Zu diesem Zweck sind mir von N-Pokémon zugeteilt worden, mit denen zusammen ich diese Aufgabe erfüllt habe. Das Schlimme ist, ich soll sie jetzt wieder abgeben, aber das bricht mir das Herz. Kann es etwa sein, dass ich mich eigentlich gar nicht dazu eigne, Mitglied von dem Plasma zu sein? Ja, dann hör doch auf und hau ab! Stell dich gegen die oder so! Gott! Ich hab einen Anführer und wenn der das sagt, dann muss das schon stimmen, auch wenn ich das gar nicht toll finde. So ein Vollidioten. Was haben wir hier? Dieses Pokémon hat mich richtig in sein Herz geschlossen. Dabei sehe ich ihm nicht weiter als ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck. Das soll einer verstehen. Ich dachte, ihr tut, dass damit Pokémon nicht mehr nur noch Werkzeuge oder Mittel zum Zweck sind. Also die widersprechen sich in jedem Raum selbst. Ich dachte, ihr meintet, Pokémon leiden unter den Menschen. Wie kann es dich dann unter sein Herz geschlossen haben? Das widerspricht schon mal der einen Tatsache. Und der anderen Tatsache wollt ihr die Pokémon freilassen, weil sie angeblich von den Menschen nur als Werkzeuge missbraucht werden. Dabei missbraucht ihr die Pokémon nur als Werkzeuge. Ich brauche keine Items mehr, um Pokémon einzufangen. Ja, danke. Es ist einfach vollkommen unsinnig, was die hier machen. Möchtest du dich zur Pokémon-Liga begeben? Nein. Kannst du mich auf mysteriöse Art und Weise dorthin beamen? Warum sollte ich? Ob ihn der Ware hättest, werden wir wissen, wenn du mit ihm gekämpft hast. Ob wir mehr werden. Und wir werden auch wissen, wie sehr du diese Welt, in der Menschen und Pokémon koexistieren, wirklich beschützen willst. Dieser Raum, das ist die Welt, in der N aufgewachsen ist. Mich lässt dieser Raum eher kalt, aber vielleicht ist das bei dir ja anders. Hier ist er also aufgewachsen. Ich glaube, er war damals zu blöd, um zu verstehen, dass man den Basketball in den Korb wirft und nicht den Zug. Das ist ein sehr hochmoderner Zug, der Hindernisse sieht und dann in die richtige Richtung wieder umdreht. Und hier haben wir ein weiteres Sonderbonbon. Hey! 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 Juhu! Yeah! Okay, ich weiß nicht, was mit so einer riesigen Grabe in dem Zimmer will. Man fliegt da oben noch eh nur raus und landet dann da drüben mit dem Skateboard auf das Skateboard. Ah, da ist das Skateboard. Das Skateboard ist dreimal so groß wie er. Wie ich. Und ich bin 10-jähriger Junge, okay. Auch noch nicht wirklich ausgewachsen. Ich würde gerade sagen ausgewachsen, aber dann startet ja ein Pokémon immer als 10-jähriger, auch wenn unser Protagonist hier nicht so aussieht. Eine weitere Top-Genesung. Ich krieg jetzt leider nur unnötigen Scheiß. An anderen, weit entfernten Orten zogen Team Galactic und Team Rocket seinerzeit zu viel Aufmerksamkeit auf sich und hatten deshalb viele Probleme. Ja, und ihr nicht? Ihr habt Parolen in jeder Stadt abgehalten, ihr habt Sitzungen gehalten, ihr habt vor der Öffentlichkeit eure Pläne preisgegeben. Ihr habt keine Öffentlichkeit auf euch gezogen, nein. Versucht man den Menschen, ihre Pokémon Gewalt zu nehmen, werden sie sich nur widersetzen. Manipuliert man sie hingegen geschickt, schenken sie die Pokémon sich aus sich heraus die Freiheit. Von sich aus die Freiheit, so. Gestern, heute Morgen, Trainer, die ihre Pokémon gestern noch geliebt haben, schenken ihnen heute die Freiheit und morgen werden weitere Trainer ihrem Beispiel folgen. Wenn ihr meint,
Okay, ich glaube, wir sind da. Willkommen, Träger des Dunkelsteins. Dieses Schloss, das du so plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und das die Pokémon-Liga umhüllt, steht als Symbol für die Veränderung in Einhall. Der König dieses Schlosses wird von einem legendären Pokémon begleitet und ist der stärkste Trainer Einhalls. Stärker noch als der Champ. Tief in seiner Brust schlägt das heiße Verlangen, die Welt zu verbessern. Wenn man ihn nicht als Helden bezeichnen kann, wen dann? Nun ist alles vorbereitet. Wir werden die Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen. So kann die Welt, die ich mir, die Team Plasma sich wünscht, endlich Realität werden. Die Pokémon gehorchen nur uns, ganz allein, und all diese hilflosen Menschen werden uns zu Füßen liegen. Endlich! Lange genug hat es gedauert! All die Zeit, der Plan, Geheimhaltung, der Angst, der Plan könnte auffliegen. Damit ist es nun vorbei. So, vorwärts! Ich werde jetzt überprüfen, ob du auch das Zeug zum Helden hast. Ja, er hat nämlich N manipuliert, dass N nach seinem Wünschen handelt. Und er hat auch die ganzen Menschen manipuliert. Ich träume nur von einer Welt, in der es nur noch Pokémon gibt. Eine Welt, in der die Pokémon von Joch menschlicher Unterdrückung befreit sind und ihre ursprünglichen Kräfte wiedererlangt haben. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Ich bin zu allem bereit. Auch wenn meine Pokémon-Freunde mich dabei verletzt werden. Ich glaube fest an meinem Sieg und werde alles dafür tun, ihn herbeizuführen. Ich nehme an, du bist gut gewappnet. Immerhin hast du es ja bis hierher geschafft. Mit dem, wenn dem so ist, dann komm und zeig mir, wie sehr du wirklich gewinnen willst. Dafür bin ich hier. Du bist hier, weil du eine Entscheidung zwischen uns beiden herbeiführen willst, aber Zekrom reagiert nicht. Kann es sein, dass es dich noch nicht als Helden akzeptiert? Was für eine herbe Enttäuschung. Dabei hatte ich bereits ein klein wenig Gefallen an dir gefunden. In all unseren Kämpfen hatte ich bei dir bisher immer das Gefühl, dass du ein Trainer seist, der seine Pokémon mit Respekt behandelt. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es ist also doch nur ein Ammenmärchen, dass sich zwei gegeneinander kämpfende Trainer gut verstehen können. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mich jetzt herausfordern, beseelt von deinen Wünschen und Idealen, und dabei glorreich untergehen. Oder du kannst diesen Ort jetzt verlassen und dich in einer anderen Welt erfreuen, in einer neuen Welt erfreuen, der die Pokémon befreit vom Joch der Menschen in Frieden leben. Komm zu mir, Reshiram. Der hat dein Schloss kaputt gemacht. In deinem Beutel bewegt sich etwas. Ist das der Dunkelstein? Dein Dunkelstein! Und Zekrom ist... Der Dunkelstein verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld. Und? Da! Dann ist die Energie entweichen. Reshiram und Zekrom. Sie waren ursprünglich eins,
ein einzelnes Pokémon. Die zwei Seiten einer Medaille. Beide treten nur dann auf den Plan, wenn sie in einem Menschen einen wahren Helden sehen. Jetzt verstehe ich. Genau das trifft also auf dich zu. Ich werde dir jetzt verraten, was dieses Pokémon zu dir, spricht. Ich möchte mit dir kämpfen. Gewinne meine Freundschaft. Du hast eine weite Reise hinter dir, doch es möchte sich vergewissern, ob du tatsächlich so von deinen Wünschen und Idealen beseelt bist, wie es scheint. Und ich möchte außerdem nur zu gern wissen, wie stark du wirklich bist. Also schnapp dir Zekrom. Es soll sich dir anschließen. Ich weiß gar nicht, muss man es jetzt fangen? Hört sich ja fast so an, oder? Also ich habe es auf jeden Fall noch nie nicht gefangen. Da wir in einem Pokémon-Let's Play mal alle legendären Pokémon fangen wollen, werden wir es auch tun. Aber hört sich ja fast so an, als müsste man es fangen. Komm mal her, Zekrom. Du siehst ja schon ganz schick aus auf unserem Hintergrund hier, auf unserem Rahmen im Video. Ob du das auch im Kampf beweisen kannst, das sehen wir jetzt. So, hat eine relativ hohe Fangquote. Seit der vierten Generation haben ja die Haupt-Pokémon der Edition immer eine extrem hohe Fangquote. Deswegen können wir es mit dem Flottball probieren. Aber er wird leider nichts. Er setzt seine Spezialattacke ein. Die Attacke, die extra für Zekrom gemacht ist, Kreuzdonner. Reshiram hat Kreuzflamme. Und Senfkopfstoß. Das ist zwar nicht sehr effektiv, aber sollte uns trotzdem töten. Nein, tut es nicht. Wir können sogar noch angreifen. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und dann zeigt uns erstmal alle Attacken, die es so drauf hat. Ist ja nett von ihm. So, jetzt dürfen wir es natürlich nicht töten. Das wäre jetzt ziemlich scheiße. Ja, okay. Wenn ich jetzt Aquaqualib einsetze, ist das instant tot. Wenn ich dich einsetze, dann tötet es sich wieder selber. Das heißt, es bleibt ja eigentlich nur noch Flamirix übrig. Weil Rabigato wird ihn einfach killen. Brandstempel dürfte normal effektiv sein. Also nicht sehr effektiv sein. Und deshalb setze ich das auch ein. Weil ich ihn halt nicht töten will. Ja, das ist ein bisschen sehr wenig. Vielleicht doch Hammerarm. Das könnte schon wieder fast zu viel sein. Oh mein Gott, das ist perfekt. Ja, dann, ne? Wir haben wohl unsere Finsterbälle dabei. Es ist Nacht. Und ja, es hat eine hohe Fangquote. Das ist weniger KP kann es nicht haben. Also ist das eigentlich ein Fastpflichtfang? Ein Fastpflichtfang? Habe ich mich noch verbessert? Also Tentantel dürfen wir nicht einsetzen. An Rabigato kannst du ein bisschen dran rumwurschteln, wenn du möchtest. Sollte ein bisschen mehr aushalten. Aber ich hoffe, wir brauchen nicht viel mehr aushalten, denn der Finsterball sollte doch eigentlich reichen jetzt. Ja, na also. Geht doch. Zekrom wurde gefangen. Zekrom, reines Schwarz. Nein, wir möchten Zekrom keinen Spitznamen geben. Na gut, Zekrom akzeptiert also deine heldenhafte Stärke und will dir, der du so von deinen Wünschen und Idealen beseelt bist, im Kampf zur Seite stehen. Mal sehen. Es wäre nicht gerade ehrenhaft, einen Kampf gegen eine deiner angeschlagenen Pokémon zu gewinnen. Ich sehe die Zukunft. Ich sehe sie ganz deutlich vor Augen. Ich werde ganz bestimmt gewinnen.